Rolle ist eine Gemeinde, die gleichzeitig Sitzgemeinde der Samtgemeinde ist, der Samtgemeinde Geestequelle mit 5 weiteren Ortschaften. Dörl hat zurzeit um die 1900 Einwohner, das ändert sich ja ständig. Wir hatten vor ca. 8 Jahren so gut wie überhaupt keine Internetleistung. Das war auf die Dauer für die Entwicklung des Ortes, für Schulsysteme, für Verwaltung und vor allen Dingen für Firmen nicht mehr zumutbar und hätte viele Firmen auch davon abgehalten, ihren Sitz in Dörl zu behalten bzw. gar zu gründen. Die Anbindung an ein modernes und zukunftsfähiges Glasfaserinfrastrukturnetz ist heutzutage ein ganz bedeutender Standortvorteil, nicht nur für die Privathaushalte, sondern insbesondere auch für Wirtschaftsbetriebe und Gewerbetreibende und bedeutet auch für die Kommune letztendlich einen Standortvorteil im regionalen Wettbewerb. Deshalb haben wir die Initiative ergriffen, hier nicht nur zu einer minimalen Verbesserung, sondern zu einer wirklich durchgreifenden, langfristigen Verbesserung zu kommen. Die Diskussion um Mbits, das was wir jetzt haben, dass wir sagen, wir brauchen schnellere Datenleitungen, das ist alles inflationär. Die Entwicklung ist so rasant, ist so schnell, dass wir jetzt Netze bauen müssen, die dem Bedarf von später, von in 10, 20 Jahren gerecht werden müssen. Und das kann einzig und allein nur ein Glasfasernetz. Es gibt Bürgermeister, die erzählen mir, dass sie sich seit 15 Jahren um den Ausbau bemühen und keines der großen Unternehmen bereit ist, einen kleinen Ort in ländlich strukturierter Region überhaupt auszubauen. Die Antworten vieler Firmen, so wie Telekom und EWTEL, war eigentlich einheitlich, sowas braucht ihr nicht. Wobei wir dann gesagt haben, was wir brauchen, bestimmen wir bei einer Ausschreibung eigentlich selber und nicht der Anbieter. Uns unterscheidet von den anderen Anbietern, dass wir dort Projekte realisieren, Netze bauen, die dem Bedarf von morgen gerecht werden, wo andere Anbieter gar nicht erst auftauchen. Auch wenn es mit sehr viel Arbeit zu tun hat, die Initiative selber zu ergreifen, eine 100%-Versorgung kriegt man wahrscheinlich nur über solche Wege des privaten Vertrauens hin. Das kostet sehr viel Arbeit, aber wie man sieht, lohnt es sich auch. Dieses Projekt konnte ja auch nur realisiert werden, weil die EU die Backbone-Anbindung mitfinanziert hat. Die Netze in einem Ort zu finanzieren, zu bauen, das ist eigentlich gar kein Problem. Im Moment denke ich, gibt es zu dieser Glasfaserversorgung mit der ja unendlichen Möglichkeit der Aufrüstung, der Weiterrüstung kaum eine Alternative. Unser Glasfaser geht wirklich bis in den einzelnen Haushalt. Es kam uns dann ja auch während der ganzen Phase immer wieder Leute, die sagen, das ist alles Schnee von gestern, wir machen das alles über Funk. Und Leute lassen sich auch schnell durch alle möglichen Werbeprospekte beeinflussen und sagen, ja, die machen das für 19,90 und dann brauche ich eigentlich gar nichts, brauche nur so einen kleinen Spiegel an der Wand. Nur, dass sie sich natürlich alle die gleiche Leistung teilen müssen, vorausgesetzt, sie können sie überhaupt empfangen, das sehen sie dann nicht. Ne? Wenn der Nachbar ihnen die Leistung schon wegnimmt, dann gucken sie auch wieder in die Röhre. Es wäre natürlich schön, wenn man insgesamt sagen könnte, die großen Telekommunikationsunternehmen gehen auch in die Fläche. Denn das ist das, was Deutschland braucht. Wir alleine können das gar nicht handeln. Und das ist bedauerlich, dass das nicht geschieht, dass dort immer noch wieder nur sozusagen in die bestehenden Netze wieder reinvestiert wird. Das ist bedauerlich.